Hallo bei einer neuen Seite der MSX FAQ. Die drei Begriffe SPF, DKIM und DMARC und vielleicht auch noch ein bisschen ARC werden immer wieder falsch verstanden und ich möchte eine Lanze für den Einsatz dieser Konfigurationen brechen. Sie helfen zwar nicht Ihrem eigenen Spam-Schutz, aber dem für Ihre Partner und damit verhindern Sie auch Phishing in Ihrem Namen. Ich werde die Seite nicht vorlesen, aber die Bilder erklären. Schauen wir uns erstmal an, wie E-Mail funktioniert. Es geht dabei um den Server, bei dem die Mail den Absender verlässt. Kann Mail-Server vom Absender selbst sein oder ein vorgeladener Spam-Filter. Und den Mail-Server auf der anderen Seite, der die Mails annimmt, weil er über den MX-Record aufgelöst worden ist. Das heißt, der Absender A sendet eine Mail an den Empfänger-Server B und der Empfänger-Server B sieht die eingehende IP-Adresse des Absenders, den angeblichen Absender, den gewünschten Empfänger und natürlich noch ein paar andere Dinge wie ihn betreff. Soweit. Nichts Besonderes. Das funktioniert schon seit 20, 30 Jahren, seitdem es SMTP gibt. Aber damals war die Welt noch schön, mittlerweile ist sie kriminell. Das heißt, die Spammer haben natürlich diesen Weg auch entdeckt und versuchen natürlich über den Weg ihre Malware-Payload oder ihre Angebote in die ganzen Postfächer der Welt einzuliefern. Die Herausforderung dabei ist, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Und der wesentliche Punkt hier ist, was kann ich als Absender tun? Stellen Sie sich mal vor, beim Postbrief ist es so, ich möchte einer Firma schaden. Dann schaue ich mir an, mit welchem Kunden diese Firma korrespondiert oder mit welchem Lieferanten zum Beispiel. Dann hole ich mir eine Rechnung des Lieferanten, kopiere die, schreibe nur eine andere Bankverbindung drauf, eines befreundeten Finanzagenten und schicke diese Rechnung an die Firma. Wenn der Rechnungseingang nun nicht genau nachguckt, könnte sein, dass diese Rechnung einfach überwiesen wird. So funktioniert es beim Postbrief auch, wenn man das nutzt. Dort fällt es vielleicht auf, weil das Papier ein bisschen anders aussieht oder weil der Absender vom Briefumschlag ein anderer ist. Aber letztlich ist das auch eine Art Spam- und Phishing-Schutz, den hier das Sekretariat ausführt. Bei E-Mail geht das auch. Allerdings muss ich als Absender etwas tun. Das heißt, ich als Versender von Mails sollte alles dran setzen, dass meine Empfänger auf der anderen Seite prüfen können, dies ist eine legitime Mail. Zum Beispiel, indem ich meine Mail-Server veröffentliche per SPF, indem ich meine Mail signiere, zum Beispiel per DKIM, und ich dem Empfänger sage, ich bin einer von den Guten, ich nutze SPF, ich nutze DKIM und bitte behandle diese Regeln streng. Und wenn du dir auffällt, dass da jemand Missbrauch macht, dann sag mir bitte Bescheid. Ich hätte gerne ein Reporting. Und das ist dann DMARC. Der erste Schritt, den Sie also tun sollten, ist, einen SPF-Rekord zu veröffentlichen. Das ist ziemlich einfach. Das ist ein Textrekord in Ihrer Domäne, in der Sie möglichst alle IP-Adressen auflisten oder per Include auch Rechnernamen von den Servern, die mit Ihrer Domäne Mail verschicken dürfen. In der Regel sind das ein oder zwei oder drei Server. In der Regel. Aber dummerweise gibt es natürlich auch noch Service-Dienstleister, zum Beispiel Newsletter-Versender und viele andere. Oder Sie nutzen einen Cloud-Dienstleister wie Office 365 oder einen Hosted-Spam-Filter wie NoSpam-Proxy. Und dort wissen Sie eigentlich gar nicht, mit welchen IP-Adressen die versenden. Und die können sich auch ändern. Und deshalb ist der Grund, dass man das auch mit Include einbinden kann. Aber der wesentliche Punkt heißt, der Absender veröffentlicht einen Textrekord, in dem alle legitimen Absender drinstehen. Und am Schluss sagt er, minus all, alle anderen dürfen nicht. Heißt auch, Sie müssen sicher sein, dass Sie alle erwischt haben. Wenn also irgendwo ein Webserver-Skript auf dem Webhosting läuft, den Sie vergessen haben, dann funktionieren dessen ausgehende Mails nicht mehr. Das ist aber schlimm, ja, aber gewollt oder gewünscht, weil auch so ein Webserver kann Unfug machen. Sie sollten hier mal das Konzept überlegen, mit welchen Domänen solche Skripte versenden. Schauen Sie sich mal die anderen Großen an. Microsoft, Amazon, eBay und so weiter. Die schicken in der Regel nicht mit ihrer primären Mail-Domäne, hinter der sich auch Menschen verbergen, sondern die nutzen dann irgendwas at newsletter.firma.com oder irgendwas at vertrieb.irgendwas. Das heißt, man nutzt eine Subdomäne, damit man die unterschiedlich behandeln kann. Und das Gleiche würde ich Ihnen auch für Webserver-Skripte oder sowas vorschlagen, dass Sie dort eine andere Fromm-Domäne nutzen. Ihr erstes Ziel sollte dann also sein, dass Sie in der ganzen Welt mitteilen, welche Sender legitime Absender für Ihre Domäne sind. Das war die erste Version, mit der man Fälschungen erkennt. Dummerweise ist sie nicht ganz so perfekt, weil eine E-Mail hat nämlich zwei Absender.
Einmal die auf dem Briefumschlag und einmal den Absender im Brief drin, also auf dem Anschreiben. Und die originäre SPF-Funktion prüft nur den Umschlag. Wenn aber jetzt wieder klassisches Postbeispiel Ihr Rechnungseingang den Briefumschlag öffnet, erstmal den Briefumschlag außen anguckt und sagt, sieht alles richtig aus, dann den Umschlag öffnet, das Anschreiben weiterreicht innen und den Umschlag wegwirft, dann hilft das natürlich nicht wirklich. Und das ist auch tatsächlich ein aktives Problem. Wie lösen wir das dann? Nun gut, der Punkt ist, wir müssen die Gegenseite dazu bringen, dass sie auch die Information aus dem Header, also im Anschreiben, überprüft. Bevor wir das tun, sollten wir aber noch eine zweite Sache angehen, und das ist DKIM. SPF funktioniert ja wunderbar, außer eine Mail geht zum Beispiel über eine Mailingliste oder einen Newsletter-Sender. Dann könnte es passieren, dass Sie eine Mail an einen Newsletter schicken und der Newsletter-Server verteilt die mit Ihrer Adresse und dann bricht SPF. Sie wollen ja garantiert nicht dem Newsletter-Service das Recht geben, mit Ihrer kostbaren Firmendomäne verschicken. Und dazu gibt es Verfahren DKIM, was immer mehr können, aber leider immer noch nicht sehr viele einsetzen. Das heißt, Sie können einen öffentlichen Key im DNS veröffentlichen, Ihrem Mail-Server geben Sie einen passenden privaten Schlüssel dazu. Das hat nichts mit S/MIME oder PGP zu tun. Und dann weisen Sie Ihren Mail-Server an, dass er die Mail und daraus ausgewählte Felder, zum Beispiel Absender, Empfänger, Betreff, Datum, Message-ID und den Body nutzt, darüber dann einen Hashwert erstellt, den entsprechend digital signiert und all diese Informationen mit in den Header reinschreibt. Und diese Information ist quasi ein Siegel auf dem Anschreiben. Nicht auf dem Briefumschlag, sondern auf dem Anschreiben. Diese Mail geht dann zum Empfänger. Und wenn der Empfänger DKIM unterstützt, kann er dort reingucken und feststellen, wurde die E-Mail verändert oder nicht. Das ist also, obwohl es kein S/MIME oder DKIM oder PGP ist, eine Möglichkeit, die Unveränderlichkeit einer Mail sicherzustellen. Sie ist aber nicht verschlüsselt, sie also ist nicht geschützt gegen Mitlesen, aber sie ist geschützt gegen Veränderung. Und der große Vorteil dabei ist, dieser Schutz gegen Veränderung bleibt ja erhalten, egal über welche Zwischenstationen es geht. Das heißt, auch bei Relays oder bei Mailinglisten oder sonst was ist diese Funktion immer weiter nutzbar. Sie müssen allerdings einen Mail-Server haben, der DKIM unterstützt oder ein Relay davor, wie zum Beispiel NoSwim-Proxy und andere, die ausgehend eine DKIM-Signatur aufbringen können. Und der Empfänger muss ein System haben, was eingehende Mails auf DKIM-Signaturen prüft. Nur die DKIM-Signatur heißt einfach nur, ja, ich signiere und der Empfänger kann prüfen. Ich sage noch nicht, wie der Empfänger sich darauf verhalten soll. Und jetzt kommt DMARC zum Tragen. DMARC ist ein Eintrag, über den ich veröffentlichen kann, wie ein Empfänger meine Mails prüfen soll. Und wenn ich hier zum Beispiel einen Eintrag reinmache, der heißt PGLA Reject, dann sorgt es dafür, dass der Empfänger streng ist. Er prüft also den Absender nicht bloß den Umschlag, sondern auch das Anschreiben, er prüft die E-Mail-Adresse, er prüft alles, was ich ihm vorgebe. Das ist sehr umfangreich, diese Konfiguration. Ich habe hier also nur die einfachen Texte veröffentlicht und kann entsprechend sich verhalten. Er muss es nicht, aber er sollte. Es ist aber keine Pflicht. Jeder Mail-Server entscheidet natürlich selbst, wie er die Konfiguration durchführt. Der zweite große Vorteil bei DMARC ist, dass Sie einen Analyse- und Reporting-Kontakt hinterlegen können. Sie hinterlegen also eine E-Mail-Adresse und entsprechend geeignete Empfänger senden Ihnen einen Bericht zurück. Dazu gehört zum Beispiel auch Microsoft Hotmail, dazu gehört Yahoo, dazu gehört Google, Posteo, glaube ich, gehört dazu. Es werden auch ein paar mehr. Das heißt, wenn ein Spammer versucht, Ihre E-Mail zu missbrauchen, Ihre Domäne, und bei einem dieser Empfänger eine Mail hinschickt, dann bekommen Sie in der Regel am Ende des Tages eine Zusammenfassung, welche IP-Adresse versucht hat, mit welcher Absenderadresse an wen etwas zu schicken. Das hat zwei Vorteile. Das eine ist, Sie wissen, wenn irgendjemand gerade versucht, im Namen Ihrer Domäne Unfug anzustellen. Ob Sie was dagegen machen können, ist was anderes. Aber das Zweite ist, Sie finden damit sehr schnell eigene Dienste, die Sie bislang bei SPF und DKIM übersehen haben. Also wieder das ominöse Perl-Skript oder PHP-Skript oder PowerShell-Skript, was einmal im Monat eine E-Mail verschickt. Und über den Weg, über DMARC, können Sie auch das rausfinden. Damit haben Sie aber sehr viel getan, dass Sie als Versender von Mails den Empfängern alle Möglichkeiten bereitstellen, die Gültigkeit Ihrer Mail zu prüfen und Sie schützen Ihren guten Namen, weil ein Phishing wird damit sehr erschwert. Was natürlich nicht hilft,
wenn ein Spammer eine Domain registriert, die sehr ähnlich klingt. Und Sie können davon ausgehen, diese ganzen Schutzmechanismen SPF, DKIM und DMARC, das ist nichts, was den Spamfilter verbessert, weil ein Spammer kann mit seiner eigenen Domäne den gleichen Schutzlevel veröffentlichen. Aber Ihre eigene Domäne, die Ihr Name ist, die haben Sie damit sehr gut abgeschützt. Wenn der Rechnungseingang auf der Empfängerseite natürlich ein L für ein I nicht unterscheiden kann oder ein N und ein M, dann muss der Rechnungseingang sich damit auseinandersetzen. Ich habe hier nochmal ein paar Fragen draufgeschrieben für mich, nach dem Motto, Herr Karius, ich habe schon einen SPF-Eintrag mit minus all, damit habe ich doch alles schon getan. Leider nein, der SPF minus all ohne DMARC-Eintrag sorgt nur dafür, dass der Empfänger den Briefumschlag prüft, aber nicht das Anschreiben, was drin ist. Der Anwender selbst sieht aber nur das Anschreiben. Das heißt, ich kann weiterhin eine Mail mit Ihrer Domäne als Fälschung weiter zuschicken. Wenn Sie dann sagen, ich habe SPF und DMARC eingestellt, brauche ich denn dann überhaupt noch DKIM? Ja, weil wenn eine Mail von Ihnen über eine Mailingliste geht oder ein Newsletter oder ein anderes Relay, was nicht in dem SPF-Rekord drin ist, dann wird diese Mail bei einer strengen Konfiguration beim Empfänger abgelehnt. Das ist insofern nicht schlimm, weil Sie bekommen ja eine Unzustellbarkeit irgendwoher normalerweise und können dann danach gehen. Aber über DKIM können Sie auch diesen Sonderfall erschlagen. Wenn Sie jetzt sagen, naja, ich würde ja schon gerne diesen SPF-All machen, aber ich traue mich nicht, weil ich weiß ja nicht, wen ich noch habe. Naja, dann lassen Sie halt SPF erstmal auf Tilde All und per DMARC sagen Sie erstmal nicht Reject, sondern nur Quarantäne oder Ignore, aber Sie aktivieren trotzdem die Report-Funktion. Und wenn Sie die letzten Jahre noch kein SPF und DKIM hatten, ich glaube, dann bricht Ihnen auch kein Zacken aus, wenn Sie nochmal 2-3 Monate auch ohne scharfe Konfiguration arbeiten. Aber in 2-3 Monaten sollten Sie eigentlich von allen Versendern irgendwie einen Bericht gekriegt haben. Aber ein Restrisiko bleibt natürlich. Aber das war schon immer so. Und ja, schützt das auch Ihre Domain selbst, also Sie selbst für Spam? Naja, durch die Einträge helfen Sie Ihren Geschäftspartnern, Fälschungen mit Ihrer Domain zu blockieren. Wenn Sie aber das Wissen, was Sie jetzt haben, an Ihre Geschäftspartner auch weitergeben, dann können diese die gleichen Einstellungen für Ihre Seite machen und dann haben Sie eingehend einen sehr viel besseren Phishing-Schutz. Stellen Sie mal vor, Sie bekommen eine Mail von einem Ihrer Lieferanten mit einer Rechnung drin und Ihr Rechnungseingang huscht, weil er die Absender nicht korrekt prüft. Dann hilft es zwar nicht, dem Absender zu sagen, ihr Blödelmänner, ihr könntet doch mal ordentlich veröffentlichen, was eure Mailserver sind. Aber es gefällt viel einfacher, das zu machen, wenn Sie auf Ihrer Seite die Konfiguration korrekt gemacht haben. Aus meiner Sicht muss man sagen, SPF, DKIM und DMARC sind eigentlich Pflicht. Wer im kommerziellen Mailverkehr seriös arbeiten möchte und seinen Kommunikationspartnern die Phishing-Erkennung erleichtern möchte und auch umgekehrt eingehende Mails sehr zuverlässig gegen Phishing abzuprüfen kann. All diese Firmen sollten SPF, DKIM und DMARC streng konfigurieren. Dankeschön.